Kai Simonsen, bin Tischler und Drechslermeister. Ich stehe hier in meiner Werkstatt und mache gerade einen Trommelbau-Workshop. Wir bauen Taikos, das sind japanische Trommeln. Noch mehr her. Wie ist denn das mit dem Licht? Was hat die für einen Durchmesser hier? 1,50. Soll ich groß mehr Licht anmachen oder? Oh, hab ich die? Achso. Ach, dann fehlt die. Wie lange braucht man für so eine Trommel, Kai? Lange. Da sich die Herstellung immer in so Schritten vollzieht, wo auch mitunter Zeiten dazwischen liegen, kann man das gar nicht so genau sagen. Aber wenn man jetzt daran in einem Stück arbeiten würde, denke ich mal 3 bis 4 Wochen. Was ist das für eine Lederbespannung? Das sind Pergamente von Rindern, Rindspergamente, Trommelfell, die hier auch aus Deutschland stammen. Wo wir halt stolz drauf sind, dass wir einen Kontakt haben zu einem Lieferanten, der eine sehr hohe Qualität liefert. Im Gegensatz zu chinesischen Trommeln, wo meistens sehr minderwertige Pergamente drauf sind, die auch nur eine kurze Lebensdauer haben. Wie lange hält so eine Trommel? Es kommt darauf an, wie man drauf schlägt. Die Japaner hauen ja mit aller Kraft auf das Trommelfell. Und dann kann es natürlich sein, dass nach ein paar Jahren intensiven Spielens das Fell gewechselt werden muss, was dann aber kein Problem ist. Also das hier ist eine sogenannte Odaiko, eine große Trommel, die so eine zentrale Rolle spielt in jeder Taiko-Formation, die natürlich auch einen besonderen Eindruck macht wegen ihres machtvollen Sounds. Wie oft machst du diese Workshops im Jahr? Ich biete halt für verschiedene Trommeln jährlich mindestens 1 bis 2 Workshops an. Das heißt also, ich biete ungefähr 6 bis 8 Workshops pro Jahr an. Also hier sind wir schon wild am Trommeln bauen. Gerade wird ein Trommelfell, eine Kuhhaut, eine eingeweichte Kuhhaut über einen Korpus gespannt und trocknet dann an ein paar Tagen durch, bis das Fell so hart und klangvoll ist wie die Trommel, die wir eben gehört haben. Teilnehmer hier auf den Workshops bauen sich ihre eigene Trommel. Das heißt, sie kommen hierher nicht nur wegen des handwerklichen Fertigung, sondern natürlich in erster Linie wahrscheinlich auch, um auf diesem Wege, auf günstigen Weg zu ihrer eigenen Trommel zu kommen. Also die Kursgebühr, es richtet sich auch nach der Größe der Trommel, so ungefähr 1200 bis 1500 Euro. Dabei sparen die Teilnehmer halt gegenüber dem Preis, wenn sie die Trommel fertig kaufen, ein paar hundert Euro und haben dazu noch die Erfahrung des Selberbauens. Und durch das Selbermachen wird die Trommel beseelt und das ist eine ganz andere Beziehung, als wenn man ein Musikinstrument im Laden kauft. Olaf, was ist denn das Faszinosum an Trommeln? Boah. mach mal Stopp. Okay. Olaf, deine Frau ist Japanerin, nicht? Ja. Aki? Bist du darüber zu japanischen Trommeln gekommen? Ja, unter anderem. Also ich habe immer schon
ein Faible für Japan gehabt und fürs japanische Essen, für Japan als Reiseland und auch für japanische Trommeln halt. Und ist es, also was mich fasziniert ist, dass man ausgerechnet in Uelzen jemand findet, der japanische Trommeln baut. Also das wäre ungefähr so, als würde man in Osaka jemand entdecken, der bayerische Lederhosen macht, oder? Ja, durch Zufall im Internet drauf gestoßen. Also ich wollte unbedingt Taiko spielen und dann habe ich verschiedene Taiko-Seiten im Internet durchgeguckt. Und dann habe ich so einen Link gefunden zu dieser Werkstatt hier in Uelzen und dass man hier seine eigene Taiko bauen kann. Okay. Und dann hast du gedacht, das machen wir mal. Ja, okay. Handwerklich was machen und dann muss man. Bist du besonders stolz, dass man seine eigene Trommel hat, die man selbst gemacht hat, ist was anderes, als wenn man fertig eine kauft. Bist du handwerklich vorbelastet? Ich bin Haushandwerker. Also ich handwerke gerne zu Hause, aber dass ich jetzt vom Berufswegen Handwerker bin, eigentlich nicht. Okay. Was machst du da gerade? Das ist das Trommelfell. Da müssen Löcher reingestanzt werden, damit die Bolzen da durch können und das wird dann nachher da so gespannt. Ich bin ursprünglich gelernter Drechsler, habe meinen Meister als Tischler und als Drechsler gemacht, habe danach noch eine Ausbildung zum Holztechniker gemacht. Meine Liebe gilt natürlich dem Drechseln und auf Trommeln bin ich eigentlich ganz durch Zufall gekommen. Ich bin mal von jemandem gefragt worden, ob ich Lust hätte, mit ihm Congas zu bauen. Das war ein gelernter Flugzeugmechaniker, der wollte dann die Beschläge bauen und ich sollte die Korpusse machen. War eine Herausforderung für mich, ich habe es aber hingekriegt. Er allerdings hat nach dem ersten Satz Beschläge schon gestreikt. Die Trommelkorpusse, die ich angefertigt hatte, dienten jahrelang als Blumenständer in seinem Wohnzimmer. Dann habe ich meinen guten Freund Gerhard Munz angesprochen, ob er Lust hätte, in dieses Projekt einzusteigen. Er sagte, wenn, dann muss man es richtig machen. Da muss man Vorrichtungen bauen für die Beschläge, das ist ganz wichtig, damit die auch präzise sind und ein hochwertiges Instrument abgeben. Und zu der Zeit war ich Ausbilder in einem Projekt, wo durchs Arbeitsamt gefördert Leute eine Umschulung zum Tischler machen konnten. Und das war ein Tagungshaus gleichzeitig und in den Betriebsferien stand die Werkstatt leer und wir hatten die Idee, zusammen mit einem Trommellehrer, wir machen dort einfach einen Workshop Trommel bauen und spielen. Und dieses nach dem Motto mit Händen bauen, mit Händen spielen, das war eigentlich dann 1989 haben wir den ersten Workshop gemacht, das war dann eigentlich über 10 Jahre lang unser Konzept, unser ganzheitliches Konzept, auf das wir eigentlich heute noch stolz sind. Denn es hat was ganz Besonderes, wenn man ein Instrument baut und gleichzeitig auch noch lernt, wie man es spielt und zusammen auch noch Musik macht abends am Lagerfeuer. Jetzt.
Also ich liebe an für sich Trommeln, obwohl ich noch nie ein Instrument gespielt habe. Ist dieser Trommelbau, diese Daiko, die hat was Mystisches. Und das ist ein archaisches Instrument. Ich habe mich als Kind schon immer geweigert, irgendwelche Noten zu lernen und irgendwie in diese Norm reinzugehen. Das war für mich immer zu abstrakt. Und diese Urvölker, ob das jetzt die Aborigines sind mit den Didgeridoo oder eben halt diese Trommel, die haben ganz einfach etwas Mystisches. Und da spielt man mehr aus dem Bauch als mit Noten. Man kann auch jederzeit aus dem Bauch raus ganz neue Kombinationen erfinden, wie man eben halt gerade in der Stimmung ist. Das Ding ist ein Stimmungsbarometer, ja, absolut. Kommst du nach Hause und bist wütend, bist knatschig, dann gibst du Energie rein, ja, und trommelst ganz einfach deine Seele wieder frei. Das ist das Faszinierende für mich, dass diese Trommel eben halt, dieses archaische Instrument, ganz einfach auch ganz stark Emotionen aufnehmen kann und man sich frei fühlt. Man kriegt eine wahnsinnige Energie hinterher. Naja, und dann war es eben halt so, dass ich keine Trommel hatte zum Üben. Da habe ich zu Hause auf Kochtöpfen geübt, aber das war nichts, das war nur ein Shepherd. Dann würde es das nicht erwischen. Ja. Also das mit dem Anschlag, das ist nur dort wichtig. Ah. Also hier ist der Anschlag nur dafür da, dass man es so parallel ausrichtet. Man soll es auch nicht so machen. Ne? Und wenn man dann halt so ein bisschen guckt, das ist gerade so hier rüber vorguckt und so ungefähr parallel ausgerichtet ist zu dem Anschlag, dann ist es gut. Ne? Oder wie war das? Ja, das ist das hier. Aber man merkt hier, dass, woran es. Nee, also das ist auch Schuss. Wenn man das. Also von dem Winkel passt das ja eigentlich genau da rein. Und hier merkt man, da stimmt der Winkel auch schon überhaupt nicht mehr. Und man merkt hier auch, fühlt man das, wie das hier oben weggeht. Die eigentliche Geburt deiner Trommel steht ja kurz bevor. Was geht in dir vor? Ich bin total aufgeregt. Also. Ich finde es wirklich total.
total aufregend. Weil ich das gar nicht glauben kann, ich bin ja handwerklich total unbegabt. Und ich finde es unglaublich, dass ich jetzt Hilfe kriege, dass ich das machen kann. Da vorne steht eine riesen Drehbank. Da können wir Trommeln drauf drehen, die einen Durchmesser haben von 1,60 Meter. Das ist dann so, wie die Japaner das machen, aus einem ganzen Stamm? Ja, so ist das dann hier bloß aus Segmenten. Die Trommel wird hier eingespannt und hier vorne ist ein Drehstahl. Diese Maschine dort hinten tastet eine Schablone ab und überträgt das hier auf dieses Werkstück. Und so dass halt eine definierte Kontur entsteht und eine Trommel wird wie die andere.
du zufrieden mit der Oberfläche? Bin zufrieden. Selbstverständlich. Vor einem Monat habe ich zufällig diese Seite aufgemacht und da stand also drin, Trommelbau, 10. Mai. Und er sagt, wow, 10. Mai, da hast du Geburtstag, du schenkst dir die Trommel. Ich war sonst immer ein bisschen, wie soll ich sagen, es ist ein teures Instrument. Für einen Anfänger, der noch nicht spielen kann, ist es schon immer halt teuer, 2000 Euro zu bezahlen. Und dann habe ich gesagt, so, du hast Geburtstag und du gönnst dir jetzt was Gutes. Und allein, das war auch so ein Bauchgefühl. Dann habe ich mich angemeldet. Und das Schöne ist an dieser Sache auch dieses Mystische. An dem Tag, wo ich Geburtstag habe, ja, vor vielen, vielen Jahren, und am selben Tag ist meine Trommel geboren. Ja, also wenn an diesem Tag alles schief gegangen wäre, ja, dann wäre ich sehr, sehr traurig gewesen. Und an diesem Tag habe ich meine Trommel so weit gemacht, dass sie heute auf der Werkbank abgedreht wird. Und es hat alles wunderbar geklappt. Momentan ein kleiner Wermutstropfen, die Trommel, die fing also an der Drehbank an zu schlackern, wo ich dann dachte, oh Gott, ich bin zwar nicht trauer, jetzt brauche ich eine Zigarette, ich halte es nicht aus, diese Spannung. Und da merkst du natürlich schon, dass dieses Instrument in mir was verursacht. Ja. Also es ist also nicht so, ich mache jetzt mal ein Instrument, kostet so viel Geld und dann klopfe ich da rum, stelle es in eine Ecke. Nein, dieses Instrument ist ganz einfach etwas Fantastisches. Ja. Klaus, hat sie jetzt die Maserung, die du dir vorgestellt hast? Ich habe sie mir noch nicht angeguckt. Weil bis jetzt, ich bin jetzt nicht auf der Suche, ob es besonders schön ist. Ich bin von der Gesamtoptik bin ich begeistert. Ob die jetzt ein Gesicht hat oder irgendwas Schönes, habe ich noch gar nicht darauf geachtet. Weil das ergibt sich dann schon. Man kann zwar nichts mehr machen, aber ich bin von dem Gesamteindruck absolut super. Das Hirnholz hier auch, wenn wir das eben mitgeben. Das sieht doch geil aus. Das ist so schön. Mir ist interessiert mich wirklich was mir ist. Nicht es interessiert mich ganz einfach, weil ich hätte jetzt geschworen, da ist also Wachsanteil drin. Und Ölwachs. So wie das riecht, interessiert mich mal. Sehr zufrieden mit meiner Trommel. Absolut der Hammer. So schön. Das ist ganz einfach Holz. Pur.
Nein, das ist schön. Nichts versteckt, nichts angemalt. Kann man ganz einfach sagen, hier, das ist Ulme oder das ist Eiche. Ja, das ist das Schöne, das ist natürlich einfach. Trommelbau ist halt schon eine Wissenschaft für sich, eine Kunst, ein Handwerk, wie das früher für alle Bereiche des Handwerks eigentlich galt. Und man wird nicht Meister von einem Tag auf den anderen. Man verbessert sich von Jahr zu Jahr, von Mal zu Mal. Und jetzt nach 25 Jahren bin ich in der Lage zu sagen, hier werden professionelle Trommeln gebaut. Schon Pläne für die Einweihung? Ordentlich trommeln, wenn die Trommel zu Hause ist. Was sagt ein Nachbar? Was sagt der Meister? Gut gelungen? Super. Affengeil. Wann kommt die nächste Trommel? Ihr habt jetzt noch eine. Nächstes Jahr bauen wir eine kleine Trommel. Wann? Im Frühling wieder. Ach, du wusstest noch nichts davon? Nein, überraschend. Kleiner oder größere? Eine kleine. Okay. Kleine Trommel für mich.